Willkommen zurück in New World. Ich soll hier gerade... Was soll ich sammeln? Eingestürzte Götzen. Nee, was soll ich sammeln? Ahnenvorrichtungen. Ich sammle Ahnenvorrichtungen. So, die Ahnen waren ja diese merkwürdigen... Guten Tag, die Herren. Diese merkwürdigen, alienartigen... Ich nenne sie so... Oh, Vorgänger. Ha, ich glaube, ich komme mit der... Ich bin jetzt gerade so ein bisschen aus dem Konzept, wenn ich hier frage, dass ich hier treibe. Ey, wo kommst du her? Ich dachte, du wärst ein... So. 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 Das ist meiner. Er hat auch ein großes Schwert. Kann man das abbauen? Er baut mir das ab. Frechheit. Ich wollte gerade sagen, danke fürs Helfen. Hm, was haben wir hier? Eine Ahnenvorrichtung und noch eine, ne? Ja, dann müssen wir es haben. Zip. Oh. Beinkleid. Warum das? Achso, weil hier was gedroppt ist. Auch nicht schlecht. Was ist denn gedroppt? Leichtes Beinkleid. Ich glaube, das können wir uns guten Gewissens an die Nase hängen. Leichte Kopfbedeckung ebenfalls mit Konzentration. Und was ist das? Ach, das ist mein Bayer. Das behalten wir natürlich so. Und du, mein Freund... Lass das. Aus die Maus. Cool, so langsam kriege ich die Sache gewuppt. Mit dem Tank. Mit dem Tankschild. Sprich mit... Miraten, der ist jetzt wieder Ewigkeiten weit weg, ja. So, mal hier. Nehmen wir mal ganz kurz das Zeug hier, ja, Freunde. Hey, ein Großschwert des Soldaten. Ich habe eigentlich ein gutes Großschwert. Ich denke mal, das kann man knicken. Da ist Stärke drauf. Bei mir ist sie schick drauf. Aber dafür ist die Kanum-Kette einfache Angriffsketten. Ne, weg damit, komm. So. Da ist noch was. Das lasse ich die mal machen. Ja, dem können wir mal ein bisschen hier... Ey. Zack, zeng, zuck. Blute, du Hund. So. Ja, das Bluten finde ich richtig cool. Ich fresse nur für meinen Geschmack immer noch ein bisschen zu viel Schaden. Irgendwo Ingenieursbuff aktiv. Manchmal verstehe ich die Fragen nicht. So, laufe ich richtig? Ja. Dann müssen wir eigentlich hier zu dem hier den Fisch abgeben und dann... Geh doch mal weg da. Geheimnis entschlüsseln. Erkunde. Nicht falsch gelaufen? Nee. Komm mal her, ich muss noch drüben, ich muss noch... Komm. Komm runter. Zip. Zap. Zup. Zing. Pix. So. Hätten wir. Damit mal tanke. Bin mir da nicht sicher. Was bist du? Eine Echse. So, mein Freund. Hier hast du deine Ahnenrelikte. Ja, nun ja, ehrlich gesagt, nein.
Aber maximales Artzot. Es ist noch nicht fertig. Er wäre ein mächtiger. Oh, dafür kriege ich eine Runenfassung. Das ist natürlich geil. Wir haben so viel gelitten. Die Götter wissen. Das ist natürlich cool. Ich glaube, es ist die falsche Runenfassung. Ich will eine ganz bestimmte, aber ich kriege auf jeden Fall eine gratis Runenfassung. So, wo müssen wir hin? Wir müssen da runter und da kommen wir gleich bei dem komischen Viech vorbei. Warte mal. Drei. Laufe ich richtig? Nein, ich glaube nicht richtig. Ich werde mich jetzt mal dahin bewegen, indem ich hier oben lang laufe, oder? Ja, Vorsicht. Die gehen da alle lang, da muss irgendwas sein. Oder alle denken sich, alle gehen da lang, da muss irgendwas sein. Das kann natürlich auch sein. Ich will das aber mal, ich will das mal angucken. Ich meine, weit kommen wir eh nicht. Da hinten ist ja ein Loch in der Brücke. Aber... Aber. Es geht nicht bis da hinten, oder? Das da ganz enden. Ich bin mir nicht sicher. Ich laufe mal weiter. Nee, da ist ein. Da ist ein Feuer. Feuer ist dann. Ja, da ist Feuer ein Bruch. Die Entwickler haben das hier nicht so umsonst hingestellt. Hier muss irgendwas sein. Denkt er sich da vorne auch. Und dann stehen wir beide doof da. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Auf der Mauer sitzt eine kleine. Besiege anubische Automaten. Seht euch mal die Automaten an, wie die Automaten. Interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier hin muss. Okay. Das war reine Glückssache, dass dieser Quest hier... Das hätte ich nicht gedacht. Warte mal, mit wem soll ich jetzt quatschen da hinten? Aber erstmal gehen wir zu ihm hier, oder? Ja. Das war reine Glückssache. Hui! Plots. Wow. So. Wo ist jetzt der Quest? Müsste eigentlich in die Richtung sein. Komm, hier, an dem können wir noch ein bisschen üben. Hallo, Herr. Komm. Zip. Na, geht doch. Das Problem ist ja nicht, dass ich die Mechanik nicht kapiert habe. Das Problem ist, dass im Eifer des Gefechts in der Instanz die Sache natürlich dann etwas schwieriger werden könnte. Wenn es darum geht, hier... Massenagro zu ziehen, aber das gucken wir uns dann an. Vielleicht muss ich auch einfach noch ein bisschen üben. So, hier. Das stimmt. Leckerer Fischi. Passt zu mir. Mächtig. Die unersättliche Flamme. So, und den hätten wir. Gehen wir jetzt nach da oder gehen wir nach. Viel besser als körperloser Flamme. Ah, hör auf mich zuzutexten. Wir machen erstmal den Hauptquest. Hauptquest lautet: Beschaffe Artefakte. Da müssen wir garantiert noch auf die andere Seite. Hier nur so ein bisschen um, ob wir irgendwelche Rohstoffe finden. Oh, da hinten steht ein riesiger Wirtbaum. Jetzt ist er weg, komisch. Ich würde sagen, hier müssen wir lang, ne? Ja, da sind ein paar Wirtbäume.
So, Sammler, Horus, irgendwas soll ich suchen oder sammeln? Ich sehe es ja schon. Einfach mal hinter denen hierher. Viel zu einfach. Komm her, mein Gutes da. Stolzer Löwe. So, hätten wir auch. Da ist auch noch ein stolzer Löwe. So, dieses war der letzte Streich und der letzte folgt irgendwo so gleich. So, jetzt würde ich sagen, den anderen erstmal. Hallo, stolzer Löwe. Probier mal mit dir noch ein bisschen an dem Schwert rum, ja? Zwei davon. Na? Na? Aho, trifft ihn nicht. Gute Güte. Ja, wobei, es hat aber geklappt. Ich habe gearbeitet wie ein Tier, aber es hat geklappt. Widerstandsfähige Tierhaut. Ich glaube, einer hat mir auch geholfen. Nee, war die falsche Richtung. Da lang. Ja, war richtig. Alles gut. Wie gesagt, würde ich auch gerne noch den Quest annehmen für das Herzjuwel. Also für dieses Ding da. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Was habe ich denn da? Achso, das sind die 500 Splitter. So, jetzt 600 Meter in die Richtung. Dazwischen noch alles mögliche erschlagen, was hier so rumgurkt. Tag. So ein Süßer. Du bist auch ein Süßer. Du kriegst jetzt erstmal aufs Maul. Tipp. Zap. So. Ja, langsam haben wir es. Da ist noch einer. Komm, machen wir noch ein bisschen weiter. Zack. Zing. Zuck. Zack. Na, wie war das? Das war schon besser, oder? Es wuppt. Da war doch noch irgendeiner. Da ist noch ein Skorpion. Wollen wir uns den holen? Nee, den lassen wir leben. Ein Zweihand-Tank, dass ich da noch erleben darf. Aber wir müssen natürlich noch ein bisschen besser werden. Komm mal her. Zip. Zap. Triffst nicht. Zack, na bitte. Das war okay. War immerhin Elite.
So, was haben wir denn da jetzt noch für Punkte? Da mal reingesetzt, da mal reingesetzt. Was haben wir hier? Pfeilablenkung wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich, triffst du mit dem finalen Angriff des Großschwert, wird die Dauer, der sich auf die feindliche Schwäche... Was? Triffst du mit dem finalen Angriff? Was ist der finale Angriff? Ist das der finale Angriff? Nee, was ist das der finale Angriff? Was ist denn der finale Angriff? Triffst, wird die Dauer der sich auf dir befindlichen Schwächung um 10% reduziert. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Wirst du bei voller Gesundheit getroffen, wird der erlittene Schaden um 20% verringert und du hältst 3 Sekunden Verstärkung. Ja. Ja, klingt gut. Falls der erste Angriff mit standhafter Schlag trifft, wirst du um 50% Waffenschaden geheilt. In der Trotzhaltung führt der erste Schlag außerdem 2 Stapel Blutung für. Das klingt extrem geil. Also dieses Tanken basiert auf 2 Geschichten, ne? Die Agro einmal auf den Blutungen, die erhöhte Agro sowieso. Und die Schadensreduzierung basiert darauf, dass du die ganze Zeit eigentlich am Blocken bist. Mit dem Schwert. Ting. Zang. Zong. Zuck. Ne? Also man ist im Prinzip bei Schwertangriffen die ganze Zeit am Blocken. Kann ich nochmal zeigen hier. Achtung. Zip. Zack. Außer dem kleinen Zeitfenster, wo er halt ausholt bzw. zuschlägt. Da ist man natürlich nicht am Blocken. Nochmal. Hey, manchmal übernimmt er den Schlag nicht. Wenn er da noch am... Zack. Ich muss nochmal kurz gucken, was dieser AOE-Angriff eigentlich macht, sonst kann ich mir den nämlich bei Einzelzielen sparen. So, was macht der AOE-Angriff von dem Ding? Also der ist klar, das ist mein Blocker, das ist mein Aufschlitzer und Agrohalter und Bluter. Bluter klingt komisch. Und der AOE-Angriff macht, jeder getroffene Gegner bringt lang Verstärkung und erzeugt irrsinnig viel Bedrohung. Okay, verstehe. Ja, das macht er schon alleine. Was ist da oben? Ist da eine Kiste? Ich will auch eine Kiste. Kommt da jetzt was raus? Ne, da kommt nichts raus. Warum kommt da nichts raus? Was kann man denn da drinnen? Was ist das? Turmschild des Waldläufers. Weg damit. Epischer Feuerstab. Weg damit. Mittleres Schuhwerk, Konstitution, Konzentration, weg damit. Guten Tag, der Herr. So, hier müsste 2 Sachen sein, nämlich einmal ein Teleporter. Wo ist der Teleporter? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Hast du es geschafft? Noch besser! Monsieur Heron hat sich dafür interessiert. Hast du die Rundkante sein? Wirklich? Nehmen wir alles. Die Splitter können wir zwar jetzt noch nicht brauchen. Reise nach Süden, nach Tralala und... warte mal, wo ist denn jetzt hier? Habe ich schon, ne? Hier ist noch eine Rune, die allerdings für irgendwas da ist. Ich weiß nicht wofür. Was mich jetzt allerdings interessiert ist, wo ist denn jetzt der... Wo ist jetzt der Teleporter? Ist der Teleporter hier irgendwo? Nein.
Nein. Wo ist der schöne Teleporter? Den Verdacht, der ist hier oben. Jo, sieht gut aus. Noch so ein Ding. So, wartet mal, jetzt. Da nehme ich mal an, kommen wir. Ne, da müssen wir den ganzen Weg. Okay, da kommen wir überhaupt nicht hin. Wie blöd ist das denn? Wir müssen dahin und wir müssen dahin. Das heißt, es wäre wahrscheinlich einfacher, wenn wir uns in die Stadt zurück teleportieren. Ich meine, da ist auch noch mal was. Den hätten wir natürlich auch holen können. Ne, wir holen uns die Stadt und dann holen wir uns das Ding hier. So machen wir das. Zip. Ja, du siehst auch gut aus. Dann wird man echt so ein bisschen von Pontius nach Pilatus geschickt. Aber das muss so. So, warte mal, wie kommen wir jetzt am besten dahin? Das heißt, wir gehen mal... Ist das hier ein Durchgang? Es sieht nicht so aus, oder? Ne, wir gehen mal hier hin. Machen die Haupthandlungsaufgabe. Und dann können wir immer noch lostingeln. Ja, so machen wir das. Kann ich hier was abliefern? Kann ich. Und das Tolle ist, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, früher musste man das alles bezahlen. Ich kann das jetzt hier direkt nach Windkreis reinschmeißen. Schwupps. Und kann man, Windkreis ist ja mein Heimatort, also mein noch Heimatort. Das können wir mal auf den Boden schmeißen. Das brauchen wir gar nicht. Kochkunst auch rüber nach Windkreis. Komm. Herstellungsmods rüber nach Windkreis. Auch rüber nach Windkreis. Wie gesagt, diese Glyphen hier unten. Wo sind sie? Die braucht man für diese Glaskugeln. Ja. Sieht das gut aus bis jetzt, was ich hier gemacht habe? Ja. So, weiter geht's. Also sie haben schon einiges, also es gab ja viele Sachen, die einen genervt haben. Dieses Herumgeporte hat Azot gekostet ohne Ende und wirklich ohne Ende, wenn man beladen war. Das Lagerproblem ist jetzt ein bisschen reduziert, dadurch, dass man das frei in der Gegend rumschieben kann. Ja! Gekillt. Laufe ich richtig? Ja. Die Preise sind nicht mehr so hoch, was bestimmte Sachen anbetrifft. Ich glaube, haben sie das mit den Preisen aus den Städten komplett rausgenommen? Ich hatte den Eindruck, das kostet kein Geld mehr. Ich bin ja jetzt schon bei 25.000. Ich liebäugel echt damit, mir so ein extrem teures Haus hier zu kaufen. In New Babbage hätte ich beinahe gesagt. Willkommen in Star Citizen. Und mich dann hier niederzulassen. Dazu muss ich allerdings eher erstmal hier den geeigneten Ruf dafür haben. Aber ich arbeite ja dran. Nee, da übergelaufen, das arme Tier. Das arme Ding. So, was habe ich da geholt? Sandsteinblock. Irgendwo ist da ein Krokodil. Ja, nicht Krokodil, ein Skorpion. Oh, jetzt juckt mir die Nase. Wir müssen... Laufe ich hier richtig? Naja, du läufst nicht richtig, mein Freund. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Druckwelle hat noch ein paar Plätze frei, wenn du über 18 bist und gerne mit anderen in DC abhängst. Nee, ich hänge ehrlich gesagt nicht mit anderen gerne im DC. Also Discord nehme ich mal an. Das mache ich auf keinen Fall. So. Nee, das mache ich so überhaupt gar nicht gerne. Was ist das da? Überall diese Glyphen, was sind das für Dinger hier?
Ach, die kann man entsiegeln. So eine Schweinegrütze. Das hätte ich natürlich vorher machen müssen. Super. Das habe ich natürlich bei einigen Glyphen noch nicht gemacht, denen ich begegnet bin. Das ist natürlich nicht so pralle. Ich glaube, auf dem Aquädukt war eine, ne? Bin ich sicher. Aber ich glaube, da war eine. So, ich habe jetzt gerade mal zwei von diesen Dingern. Wo ist jetzt der Hauptquest hier? Besiege, Gutachter. Wen? Herr Gutachter. Wo ist der Gutachter? Ich sehe keinen Gutachter. Ist kein Gutachter. Warte mal, da ist er gerade aufgetaucht. Kann das sein? Nee, ist er nicht. Herr Gutachter. Steht er da oben? Naja, hier ist zumindest eine Kiste. Was ist das hier? Wenn nicht eine Kiste. Ich sehe hier keinen Gutachter. Herr Gutachter? Sieht ihn wer? Nö. Ich wette, der taucht hier. Da ist er. Jip. Haben wir irgendwann getroffen? Ich glaube ja. Da ist sein. So. Beschaffe Artefakte, habe ich öffne die versiegelte Kiste und sammle folgendes Siegel der Ahne, die ist da oben. Ja, wer hätte es gedacht? Mano. Okay, das ist natürlich blöd, dass ich dieses Siegel da die ganze Zeit übersehen habe. Komm rauf da. Sprich mit Imhotep, der praktischerweise 700 Meter entfernt ist. Wo ist er? Jetzt ist er da. Na super. Kann ich hier den... Naja. Begeben wir uns auf den Weg. Da war, glaube ich, eh noch eine Rune. Auf den Aquädukt müssen wir auch noch mal irgendwann rauf. Was bist du für ein Freak? Hau doch zu, haha. Ich wusste gar nicht, dass ein Geist bluten kann, haha. Aua. Okay. Los, weg hier. So, Imhotep, ich komme. Frage mich, ob ich irgendwo sehe, wie viele von diesen Glyphen ich gefunden habe. Ich gehe mal um dieses Ding da drum rum. Weil ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so ein verderbendes Teil da angehen. Habt ihr Lust, im DC abzuhängen? Nein. Ich mir von Leuten die Hucke zuquatschen will, werde ich Lehrer. Huch, verdammt. Naja, egal. Ihr wisst, was ich meine, ne? Da, Erz. Nein, das meinst du, Lümmel. Du musst da nicht draufhauen mit deinem Schwert. Du kannst da...
Imhotep, ich komme. It's a long way to Imhotep. It's a long way to go. Ich brauche einen Mount. Definitiv brauche ich einen Mount. Da könnten sie so viel Kohle mitmachen mit den Mounts. Die haben doch hier ihren Echtgeld-Shop. Können sie doch mit... Hier, verkauft Mounts. Kaufen die Leute ohne Ende. Dann habe ich 2 Tankwaffen. Das ist eigentlich ein bisschen albern, ne? Mit was skaliert denn das Ding eigentlich? So blöd gucken, ne? Geschick und Stärke. Ja, das ist Schwert und Schild. Nee, wo ist das Ding? Da. Stärke und Geschick. Alles gut. Ich muss sowieso nochmal Punkte dezent verteilen. Bin noch nicht ganz zufrieden. Wenn man mal zeigen darf, ja. Hier möchte ich eigentlich aufs Maximum. Hierhin, dahin möchte ich. 20% Dauer, betäuben, verlangsamen und verwurzeln. Ja gut, eigentlich ist das nicht so wichtig, ne? Vor allem nicht mit dem Großschwert. Mit dem Schild, ja, da betäubst du ja. Imhotep, wo? Hör mal. Da ist nämlich so eine Rune. Die habe ich aber schon. Komischerweise. So, Imhotep. Der lümmelt hier oben rum. Hallo, Imhotep. Das sind erstklassige Gegenstände. In der Tat. Der Zauber, sie waren uns in vielerlei Hinsicht zu ähnlich. So, platziere. Ich platziere mal, ja. Platzieren, so. Mal gucken, was passiert. Vergiss das nie. Siegel der Ahnen und das Ding hier. So, Imhotep. Tritt beiseite und erlaube Imhotep. Ich erlaube. Okay, was treibt er da? Mordoram, Mordoram, Mordoram. O Amon, o Ra, ist die Mumie noch da? Osiris, Osiris, ich hau dir auf die Nase. Wer? Sauron, bist du's? Wer ist das? Feuer der Ahnen wurde entfacht. Ja, wer bist du? Du wirst vergehen, dein Fleisch ist Madenfutter, tobender Tod hält ein Festmahl, hahaha. Ist daran so lustig? Okay, er hat seine Salatschüssel kaputt gemacht, das ist derbe, ein herber Rückschlag. Imhotep wird außer sich sein. Nein, das darf nicht sein. Sag ich doch. Ein Dämon wurde entfesselt. Ach, nein. Nein! Arg, ich bin verloren, arg! Nenne mich großer Pharao. Der Dämon ist Apophis. Seine Gegenwart beweist, dass unsere Lage kritisch ist. Ich werde das Scheusal definitiv besiegen. Ich vertraue dich mit die Apophis. So, Ziel erfüllt. Apophis, Urwesen, tralala. Die Ahnen erweckten die zornigen Erdkreaturen, um gegen die Verderbnis zu kämpfen. Doch ihre tödliche Waffe sah auch uns als Gefahr an. Ah, okay, die Ahnen haben die Erdkreatur beschworen, um die gegen die Verderbnis, und dann ging es nach hinten los, alles klar. Aber nur, weil sie ihre Angriffe einstellten und wieder in der Erde verschwanden. Wir müssen Gewissheit erlangen. Dafür kriegst du eure Tinktur. Antworten könnten wir in den Katakomben von Hermopolis finden. Du musst einen Weg dort hineinfinden. Ich kenne den Weg leider nicht. Wenn du das cool, erledigt hast, jetzt geht's in die Katakomben. Komm zu uns nach Neukorsika. Extrem funny.
So, finde ich gut. Finde ich gut. So, wir sollen nach Neu-Korsika. Ich würde ehrlich gesagt gerne dahin. Kommen wir nicht hier irgendwie drüber? Ne, es sieht mir ehrlich gesagt nicht so aus. Gut. Was passiert, wenn ich da reinlatsche? Wo komme ich da raus? Ich nehme mal an, da hinten. So, jetzt ist die Frage. In Neu-Korsika geht es weiter. Beziehungsweise bei den Katakomben. Da hätten wir noch einen Quest. Da haben wir das Herzog, den Herzjuwel-Quest. Hätte ich da gerade verstrahlt? Ja, ich gehe mal kurz in Deckung. Neu-Korsika. Haben wir sonst irgendwo noch einen Quest? Da oben ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Wenn ich natürlich erstmal hier hinlatsche. Wir haben hier tatsächlich aber nirgendwo einen Schnellreisepunkt. Wie komme ich denn hier hin? Muss ich jetzt echt hier den ganzen Weg hier hin zurücklatschen und hier um die Ecke? Beziehungsweise dann hier hin? Da ist ja auch noch was. Da. Das ist ein langer Weg. Gut, aber wir werden ihn auf uns nehmen. Und wie wir ihn auf uns nehmen, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Hier ist nämlich erstmal schon wieder Aufnahmestopp. Bis dann denn, euer Mr. Fleck mit dem Großschwert. Tschüssi.